So Leute, wollen wir mal aufschließen? Weiß schon. Danke. Immer gerne. Nichts gemacht. Ja, Feldmann, alles Gute sind drei. Nach jawohl. I3, nach IX, nach I4, jetzt IX3. Dann haben wir es aber auch alle, oder? Dann haben wir jetzt erstmal alles, was wir im E-Portfolio so haben. Genau. Noch irgendwo einen schönen I8 in der Garage? Bei mir leider nicht, nee. Ja, hier jetzt noch die Vor-Facelift-Variante. Sieht im Außenbereich ein bisschen humaner, ein bisschen ziviler aus als der neue, der ja dann serienmäßig das M-Sport-Paket hat. Sehr aggressiv wirkt. Hier jetzt ein bisschen zurückhaltender in einer ja mal anderen Farbkombination als immer nur schwarz und grau. Ja, braun. Ledermocker und außen mineralweiß metallic. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. Es ist leider nicht auf meinem Mist gewachsen, die Farbe. Nee, ist doch, wenn man es mag, ist es ja schön, ne? Motorisierung? Gibt es ja nur die eine. Als EX, nur die, als EX3 nur die eine. 286 PS Leistung. Allrad? Nein, tatsächlich nicht. Der EX ist der mit Allrad und der i4 M50. EX ist immer ein S-Drive, immer Heckantrieb. Auch interessant. Der einzige X3, der eben kein Allrad hat. Tatsächlich. Und wird gebaut in? Shenyang. In Shenyang. Also man muss ein bisschen Lieferzeit rechnen. Er braucht alleine 85 Tage auf dem Seeweg, bis er dann doch bei uns oder beim Händler ist. Das ist ein bisschen weiter, aber ansonsten, ja. Ja, wir nehmen ihn dann jetzt einfach mal mit. Sie nehmen ihn einfach mal mit, probieren das mal aus. Und ich bin morgen... Jetzt klingt ja auch nicht mehr so gedämpft, ne? Ach, diese Maskengeschichte. Das ist ein ganz anderes... Ja, wenn Sie da... So, willst du noch filmen? Naja, mal eben so eine Außenaufnahme. Wir bleiben bloß sitzen. Ich wollte hier nur eben beim Einsteigen mal gleich aufs Tacho gehen und zeigen Restreichweite 193 Kilometer, was ja für uns mit 232 Reise schon eine Herausforderung sein wird. Wir schauen mal, wie wir das hier alles bewerkstelligen. Oder? Mhm. Aber sonst so auf den ersten Blick, schönes Auto. Willst du fahren eigentlich? Nö, muss nicht. So, was müssen wir jetzt machen? Muss man so halten, dass man was sieht. Ne? Mit dem Licht ist vielleicht doof. So. Halt mal. Zu welchem Ort soll es gehen? Emstetten. Ich habe Emstetten ausgewählt. Nenn mir die Straße oder sag Zielführung starten. Habichtshöhe. Ich habe Habichtshöhe ausgewählt. Nenn mir die Hausnummer oder sag Zielführung starten. 66. Okay. Ich habe 66 ausgewählt. Los geht's. Licht ausmachen. Ja, dann schauen wir mal, ob das alles funktioniert. Ja. 20 Meter gefahren, Ladereichweite 168. Wir schauen weiter. So, Restreichweite 108 Kilometer. Das war ja dann nicht weit.
Welchen denn? Na, lass mal schauen. Da ist Combo. Und da ist Chademo, da müssen wir den Combo nehmen. Und der muss... Ups. Kann dann schon mal angesteckt werden, ne? Da rein. Und der muss... Gehen nicht verfügbar. Dann hängen den mal wieder rein. Das machen wir einmal ausschließen. Oder liegt dran der Schlüssel? Ja. Eichrechtskonform, ist das das Problem? Keine Ahnung. Also hier wählen Sie nicht verfügbar. Hier auch nicht. Vielleicht ist es mal, weil da steht das Austausch nicht eichrechtskonform. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein, oder? Ist es einfach wohl, ja, super Bion klar. Wenn er mir gerade sagt. Ja, aber dann brauchst du ja hier gar nicht hinfahren. Also das akzeptiere ich ja irgendwo nicht, ne? Ja, was willst du machen? Da steht ja auch drauf, das ist nicht eichrechtskonform. Ja, aber das heißt ja nicht, dass hier nicht funktioniert. Nee, aber das heißt, dass die so einen blöden Aufkleber nicht hat. Ja, gut, dass wir noch Reichweite haben dann. Ja. Weiter geht's. So, wieder im Auto. Restreichweite 88 Kilometer. Die Ladesäulen bei Total haben nicht funktioniert. Warum, weiß man nicht. Ein Hinweis, dass diese Anlagen nicht eichrechtskonform sind. Aber nichts weiter. Im Navi werden sie weiterhin als grün angezeigt. Vielleicht gibt es da noch weitere. Ja, müsste man mal gucken. Da scheint ja noch in der Nähe was zu sein. Ja, es müsste da bei McDonald's am Parkplatz ungefähr sein. Ja, dann lass uns da mal schauen. Ja. Hältst du mal aufs Navi? Das ist ausgemacht. Da hinten ist noch ein Charger. Ja.
EVE Go. Ich glaube, das war auch der, den der uns angezeigt hat. Ja. Naja. Vielleicht liegt es ja gar nicht immer an den anderen. Vielleicht auch noch nicht, ne? Hä? Vielleicht auch noch nicht. Ach so. Gehen wir mal gucken. Landkarte. Ja. Ein Hypercharger. Den kenne ich schon. Der tut's. Meiner macht dann später doppelt so viel und deiner macht die Hälfte. Ja, aber reicht auch.
Stopp. Nein, nein, von da nochmal durch die Tür reinkommen. Jetzt. Jetzt soll ich der Weiß an. Jetzt geht's auch. Komm, es filmen, du musst da einsteigen. Geh in die Kamera. Thank you.